Gestern nach über einem Jahr wieder auf dem Podest mit Platz 2. Hermann Mayer, was hat der nicht schon alles miterlebt? Und natürlich auch heute den Sturz von Scott McCartney. Wie geht das an? Und wie viel Risiko nimmt er? Er kann nur volle Wäsche fahren. Wenn er Bestzeit hinlegen will, dann gibt es nur volle Karacho. Und das wird schwer genug werden für den Hermann, weil ihm der Mario Scheiber derartig gut gefahren ist. Auf alle Fälle wichtig ist einmal, unter 29 im oberen Teil zu bleiben. Kommt er sehr gut herein mit vollem Geschäft. Ja, 114,6 km/h. Da ist er sehr schnell und ja, die Zwischenzeit ist toll. 28,72. Und am Ende des Flachstücks hat er 117 km/h gehabt, dort beim Start des Super-G. Also schaut das einmal vom Material her wieder sehr gut aus für ihn. So, Hermann, da ist er laut, da ist er laut, da ist er laut. 23 Hundertstel Vorsprung jetzt für Hermann Mayer. Und die Menge tobt, Herr Rudl, wir hören es bis auf in die Kommentatorenkabine, wie es jetzt zugeht, was da unten los ist. So, Hermann. Komm einer. Du, der sieht, da ist ein Wandel, ein Ruck ist durch diesen Athleten gegangen. Der steht ganz anders am Ski. Da ist viel mehr Aggressivität da. Diese alte Körpersprache, die er immer zum Ausdruck gemacht hat. Fährt Kerzenkrot her auf den Rechtsschwung. Ist schnell. Der ist sehr schnell. Und baut es aus. 46 Hundertstel Vorsprung jetzt für Hermann Mayer. Kommt aber noch ein bisschen mehr von hinten. War da bei der blauen Linie draußen und relativ viel ausgeholt. So, jetzt die Hände vor, Hermann. Würfelt es in ordentlich herum. Die Geschwindigkeit. 136, jetzt volle Konzentration. Aufpassen. Ja, voll, geht schon. Eine 50, und zwei, die Zeit fünf, zehn, im Ziel. 34 Hundertstel Rückstand. Platz 2 für Hermann Mayer. Ja, er war nach der Hausbergkante sehr weit rechts in Fortrichtung. Hat einen großen Vorsprung jetzt oben vergeben. Pass auf, hast du mitgeschrieben in der Zwischenzeit auf der Hausbergkante? Sehen wir den noch. Ja. 1,30,90 minus 0,46 ja, plus 0,34 sein 76, sein 8 Zehntel. 8 Zehntel da liegen lassen. Hausbergkante, die Passage müssen wir uns merken beim Hermann.